Hi, ich bin Astrid, bin Coach und Trainerin im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und helfe Menschen dabei, sich in besonders schwierigen Situationen, wie zum Beispiel Überlastungssituationen, einfach ein Stück weit mehr auf sich selbst zu konzentrieren, mehr Zeit für sich selber zu finden und einfach ruhiger und gelassener zu werden. Ja, ich würde heute gerne ein bisschen was über ein ganz, ganz wichtiges Thema sagen, und zwar über das Thema Selbstliebe. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest, als du kleiner warst, dass du dich viel mehr darum gekümmert hast, dass du lieb, nett, höflich, brav, gut erzogen warst. Ja. Und ich habe einfach im Laufe des Lebens jetzt gelernt, geht gar nicht darum, immer nett und freundlich Ja und Amen zu sagen, sondern einfach wirklich zu dir zu stehen, zu gucken, was ist für dich wichtig, was gefällt dir gut und womit bist du einfach ausgeglichen, bist mit dir selber im Einklang. Kennst du das, dass du dich ausgenutzt fühlst, dass du dich vielleicht sogar manipuliert fühlst oder dass du denkst, andere haben es einfach besser als du? Auch das kann daher kommen, dass du einfach nicht wirklich die Liebe zu dir selber entwickelt hast, die hilfreich wäre, die gut wäre, damit es dir wirklich ja einfach gut geht und du im Leben fröhlich bist und das machst, was dir eben ja einfach am besten zusagt. Und Selbstaufgabe ist einfach das, was uns letztlich in Überlastungssituationen führt, dazu führt eben ja, ja und Amen zu sagen. Gleichzeitig bedeutet das im schlimmsten Fall Burnout, Depression oder einfach keine Zeit. Also, dass du nicht mal die Zeit für dich selber hast, die du brauchst, um ja, um einfach in Ruhe mal dich hinzusetzen und ein Buch zu lesen oder das wirklich zu tun, was du gerne machst. Ja, ich habe dir ein Übungsheft erstellt, mit dem du einige Tipps und Tricks lernen kannst, wie es dir helfen kann, eben ja, erfolgreicher in der Selbstliebe zu werden. Und da schauen wir einfach jetzt mal gemeinsam rein. Ja, schauen wir also mal in das Arbeitsheftchen, das ich dir erstellt habe, beziehungsweise das du dir jetzt hier unter dem Video auch runterladen kannst. Es geht damit los, dass ja, ich einfach nochmal ein bisschen zusammengefasst habe, was ein Leben ohne Selbstliebe bedeutet, nämlich im Prinzip ein Leben in Selbstaufgabe, dann auch die Gründe dafür und wie du selber damit umgehen kannst. Dann ein wichtiger Aspekt, dass wir im anderen das sehen, was wir in uns selber tragen. Wenn du also jetzt zum Beispiel bei Freunden etwas ganz, ganz Positives siehst, dann kannst du davon ausgehen, dass du das auch in dir selber hast. Und das ist schon mal ein guter Anfang, um einfach dann zu wissen, okay, so kann ich tatsächlich sein. Und ja, jetzt zeige ich dir nochmal ein paar Übungen dazu. Du kannst dir einfach mehr Selbstliebe dadurch geben, dass du dir zum einen überlegst, was du dir von einem Freund erwartest und das dann auch eben dir selber gibst. Ne? Denn ja, du kannst dir selber Mut zusprechen, du kannst dich selber anlächeln, du kannst dich selbst loben oder dir Anerkennung aussprechen. Schau auch nochmal, wie du dich selbst dann auch letztlich behandeln möchtest und schreib's auf. Denn ja, bei der Übung selber kann es gut sein, dass du sagst, ach ja, das will ich so und so haben und letztlich geht es wieder unter nach 1, 2, 3 Tagen. Wenn du es dir aufgeschrieben hast, setzt sich das schon mal automatisch etwas fester in dir drin. Plus, du kannst es dir an einen speziellen Ort legen und kannst dann immer wieder auch mal drauf schauen. Sei es, dass du es in die Nähe von einem Spiegel hängst oder vielleicht auch im Auto auf dem Beifahrersitz liegen hast, wo du immer wieder mal drauf schaust. Dann akzeptiere, dass du nicht perfekt bist und schau einfach auch, wie du das, was du eben an dir verachtest, umkehren kannst. Und akzeptiere, dass du eben Fehler hast. Die gehören einfach dazu. Das Ganze nennt man dann eben Selbstmitgefühl. Also schau, was dich an dir nervt, was stört dich, was verachtest du in deinen Augen. Und dann, wie kannst du das Ganze positiv umformulieren? Also zum Beispiel, es nervt mich, dass meine Haare immer wieder so strubbelig sind. Ja, so. Und das hat mich tatsächlich ganz, ganz lange genervt. Ich habe irgendwann gelernt, dass es Menschen gibt, die tatsächlich sagen, hey, deine Frisur sitzt doch ständig. Was willst du eigentlich? Ja, und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn die das so sehen, dann
kann ich es mir auch im Leben etwas leichter machen und habe dann einfach das angenommen. Also meine Haare sind nicht strubbelig, sondern sie sind tatsächlich eine Frisur. Gut, dann kleine Geschenke beleben die Freundschaft. Überleg dir, was du mit Freunden machen würdest. Was würdest du ihnen schenken? Was würdest du mit ihnen unternehmen? Und wie gesagt, auch an der Stelle, gib es dir selbst. Womit kannst du dir selber eine kleine oder auch große Freude machen? Und dann noch eine kurze Aufmunterung zum Schluss. Wenn du das machst, wenn du dich selber liebst, wenn du dir was Gutes tust, du bist nicht egoistisch. Du bist nicht egoistisch, wenn du dich selbst wichtig nimmst. Denn das ist etwas, was uns früher eingeredet wurde, was einfach in uns immer noch total präsent ist. Ich sollte mich eher um andere kümmern als um mich selber. Und die Wahrheit ist, nein, wenn du dich an erste Stelle stellst, dann kannst du auch auf ganz andere Weise und viel präsenter für die anderen da sein. Und das bringt sie weiter und dich bringt es vor allem in mehr Entspannung, in mehr Zeit für dich selber und damit auch weniger Stress, weniger Überlastung, weniger Ausrasten und somit einfach auch ein entspannteres, fröhlicheres Familienleben oder ein Umgang mit Freunden oder Eltern oder auf der Arbeit. Wo auch immer du merkst, hey, hier fehlt mir was, da schau genau hin. Ja, ich hoffe, dass dich die Tipps weiterbringen. Kannst du jetzt hier nochmal downloaden. Und ja, dann wünsche ich dir, dass du Stück für Stück dich besser kennenlernst und einfach, ja, deutlich mehr bei dir sein kannst. Alles, alles Liebe dabei. Deine Astrid Marie.